Nein, ist im Moment kein Thema. Wir sind natürlich immer noch mit dem NASA bzw. seinem Berater in Verbindung. Wir wissen, er hat jetzt eine zweite Operation hinter sich gebracht. Er ist im Aufbau, aber wir haben auch im letzten Frühjahr gesehen, NASA-Parasit ist nach wie vor ein hervorragender Fußballer, aber er hilft uns nur weiter, wenn wir topfitte Spieler haben. Und wir sind jetzt in einer Situation, wir sind in einer Drucksituation, das ist ja auch kein Geheimnis. Wir müssen in der Meisterschaft versuchen, unter die Top 3 zu kommen. Und dazu ist die Ausgangsposition von der Punktekonstellation keine einfache. Das ist keine einfache Herausforderung, da gibt es keine Experimente. Wir müssen im Frühjahr, wir haben leider nur mehr 15 Spiele, weil die Cup-Chance haben wir auch ausgeschüttet im letzten Herbst, auch ein Negativum sicherlich dieses Herbst. Auf das müssen wir uns konzentrieren und da haben wir nichts zu verschenken und da ist auch keine Zeit für irgendwelche Experimente.